Da sind wir also in der Haupthalle der Irrenanstalt. Tja, wir müssen das jetzt erforschen, denn der Rückweg ist versperrt, da kommen wir nicht raus. Und ich glaube, das Beste wäre es, einfach hier wieder zu verschwinden, denn ich möchte nicht so aussehen wie die Kameraden, die hier rumliegen. Ich werde jetzt erstmal meine Kamera zur Hand nehmen und mal ein paar Aufnahmen machen. Den haben wir uns in der letzten Folge schon betrachtet. Und hier haben wir jetzt erstmal zwei Wege, Durchgänge. Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal gleich eine Batterie. Aber da ist ja hell, da brauchen wir nichts. Okay. Wen haben wir hier? Niemand, aber da ist noch was. Eine neue Batterie. Also an Batterien mangelt es uns momentan nicht. Da haben wir genug. Da können wir aus dem Fenster rausschauen, sehen aber nichts. Da vorne steht unser Auto, da wollen wir hin. Scheiße. Jetzt ist es zu spät, jetzt sind wir hier gefangen. Wir gehen nochmal auf die andere Seite. Ach, warum machst du denn jetzt das Ding aus? Ich wollte doch hier die Nachtsicht anschalten. So, ein Klo. Sieht aus, als hätte da jemand, naja. Gut, da gibt es nichts mehr. Zumindest sehe ich nichts. Ich hoffe nicht, dass ich was übersehe. Ach, guck mal, da hinterlasse ich ja Fußspuren. Ich will gar nicht wissen, mit was ich da gerade meine Spuren hinterlasse, nachdem ich eben an dieser übergelaufenen Toilette stand. So, wir gehen einfach mal weiter. Ich weiß, hier geht's auch rein. Da stehen lauter Computer oder so, wie das aussieht. Okay. Ich gehe erstmal einfach den Hauptweg hier weiter. Beziehungsweise schau mal da rein. Ja, das war wohl hier der Pförtner. Eine neue Notiz. Nein, da nicht. Dokument. Vollziehungsbefehl. Murkoff Corporation, Abteilung Vereinigte Staaten, Vollziehungsbefehl, Fall Nummer bla bla bla. Eidesstattliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Headline Security geliefert, die Grund zur folgenden Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Aha. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. So, und jetzt wissen wir auch, was diese gepanzerten Wagen vor dem Eingang waren. Das waren nämlich die Jungs, die da reinmarschiert sind, die Jungs, die da an der Decke gehangen haben in der letzten Folge. Die geköpften, kopflosen Kameraden da. Naja, ihr wisst schon. Boah, wir sollten mal das Nachtsicht ausschalten. Da ist auch, das sind auch lauter Computer, aber es sieht so aus, als wären hier beide Türen verschlossen. Da kommen wir nicht rein, ne? Nee, noch nicht. Das heißt noch nicht, vielleicht kommen wir da auch nie rein, ich weiß es nicht. Gut, wir gehen da einfach mal weiter. Da ist hier auch was und da. Ein Fahrstuhl. Oh, es tut mir sehr leid, dass ich diesen Knopf gedrückt habe. Ich wollte es nicht. Okay, ein weiteres Mal können wir den Knopf nicht drücken. Das heißt, wir können dann auch nicht nach oben, denn diese Tür hier ist, glaube ich, auch zu, ne? Naja, habe ich mir schon gedacht. So, wo sollen wir denn eigentlich hin? In den Sicherheitsbereich, ne? Security Room. Nach da vorne. Electric Room ist da runter, die Bücherei da oben, da waren wir ja schon gewesen. Recreation Hall, Cafeteria, die Kapelle. Wir gehen einfach mal runter jetzt hier. Okay, sieht schön aus. Okay.
Das ist ja schön hier, ne? Strom und so. Und dann Wasser. Naja. Ich bin gespannt. Mir gefällt es nicht, dass hier überall Blut ist. Was ist denn da vorne? Ach du Scheiße, der lebt noch, der zappelt noch. Okay. Das ist so ein bisschen unheimlich gerade. Was ist denn da auf dem Bild drauf? Das wird wahrscheinlich die Klinik sein vor 100 Jahren oder so. Okay. Clyde Perry. Sieht auch irgendwie schräg aus, ne? Olivier. Baronchik oder so ähnlich. Wie auch immer man das ausspricht. Aber das sieht auch so ein bisschen schräg aus, ne? Auch der. Kann man den Namen nicht lesen. Okay, was zum Putzen? So, hier weiter. Okay, da ist jemand. Wir haben eine neue Notiz bekommen. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter auf den Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und meinem Wohl tut. Okay. Oh, da liegt auch ein Kopf und ein Arm. Das ist aber lecker. Ja, man merkt schon, ich muss die ganze Zeit eigentlich meine Kamera anlassen, da wir sonst diese Notizen nicht bekommen würden. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist aber ein ziemlich ekelhafter Raum, wenn ich ehrlich bin. Wieder Batterien. Alter! Lass mich so erschrecken, oder was? So, wir gehen wieder weiter. Wir spielen dieses Let's Show, bis ich irgendwann sterben sollte. Ich habe nicht vor zu sterben. Vielleicht spielen wir es komplett durch. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Irgendwann werde ich sterben in diesem Spiel. Für diese Tür ist eine Schlüsselkarte notwendig. Okay, und da vorne ist die Tür, wo der eine Penner abgehauen ist. Ist bestimmt auch wieder zu. Ja, natürlich. Gott sei Dank, ich will nämlich auch gar nicht sehen. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Naja. Scheint ja eigentlich ganz normal zu sein, ne? Die haben irgendwie Angst, panische Angst. Oh, und da liegen wieder Dokumente. So, sehr geehrte Damen und Herren, das ist eine E-Mail von der Helen Granat. Oder Granate, keine Ahnung. Aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der... Das haben wir da eben schon gelesen.
Nee, haben wir nicht gelesen, aber es klingt genauso. Bericht sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die 4 Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granat, Murkoff Schadensabteilung. Ja, nun. Well. Was mit dieser Tür hier? Ach, da kommen wir einfach nur dahin. Ja, natürlich zu. Ja gut, dann würde ich sagen, wir müssen irgendwo so eine Karte finden, ne? Damit wir in diesen Sicherheitsbereich reinkommen, denn da, genau da sollen wir ja hin. Da sollten wir angeblich dieses Haupttor wieder aufmachen können, die Haupteingangstür. Das heißt, was haben wir noch nicht erforscht? Die andere Seite, ne? Da hinten ging es nicht weiter. Aber wir hatten ja hier noch diesen einen Raum in den ganzen Computern stehen. So, dann gehen wir nochmal schön rein und gucken wir mal, ob da irgendwo was liegt außer Leichen. Wir müssen das jetzt alles systematisch absuchen. Denn schließlich sind wir Journalist und wollen hier die Story haben. Wenn ich hier lebend wieder rauskomme, dann will ich wenigstens steinreich sein, weil ich hier eine geile Story gefunden habe. Und dazu müssen wir natürlich alles absuchen. Sieht aber nicht so aus, als würde es hier irgendwas geben, außer Computer. Und die Computer können wir gar nicht benutzen. Nee, können wir nicht benutzen. Ich weiß, ich habe die ganze Zeit die Kamera aus. Man erkennt es einfach besser, wenn die Kamera aus ist. Auch wenn man die Kamera braucht für diese Notizen. Also befinde ich mich sozusagen in einer Zwickmühle. Komm, wir gehen dann nochmal schnell durch mit der Kamera. So. Gehen wir dahin. Da leuchtet doch auch was, warte mal. Nicht, dass ich da auf eine Leiche trete oder so, ne? Es waren wieder Dokumente. Murkoff Psychiatric Systems. Behandelnder Arzt Dr. Rudolf Wernicke. Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermaleruptionen ebenso übereinstimmen mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht. Alter, wie krank sind die dann? Vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihre paritialen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Ja, gut, wenn wir eines wissen, dass hier eine ganze Menge kranke Leute unterwegs sind. Aber das ist ja auch klar, das ist ja auch eine Psychiatrie, ne? So, hier gibt es nichts mehr.
Halte Q oder E gedrückt, um dich zur Seite zu lehnen. Na, wenn das hier schon steht, dann sollten wir das vielleicht auch mal tun, ne? Nochmal, nochmal, nochmal. Ach, da ist dieser Freak im Rollstuhl. Und da ist die andere Richtung, okay. Ja gut, es bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als da vorbeizulaufen. Ich weiß nicht, ob der mir was tut, keine Ahnung. Ich gehe da einfach mal hin. Ganz cool, gehen wir da hin. Na, ich glaube, der ist gar nicht mehr bei Sinn hier, der Kollege. Holy shit. Hallo, da wollte ich gar nicht hingucken. Ich wollte mir sein Gesicht betrachten. Der sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Der sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Weiter. Okay. Die sehen lebendiger aus. Und wir haben eine neue Notiz bekommen. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Alter Schwede. Ich muss aber mal schauen, ob es hier noch was zu finden gibt. Da ist ein umgekipptes Bücherregal und hier könnte man eventuell unten drunter durch, ne? So, da liegen Bücher, aber die können wir nicht aufsammeln. Okay, hier ist zwei weitere Türen. Die eine ist angelehnt, da kommen wir auf jeden Fall rein. Und hier ist natürlich wieder zu. Okay. Wir machen die mal langsam auf, ja? Warte mal, mach eine Kamera an. Ah, da leuchtet was. Das könnte eine Zugangskarte sein. Die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Ja. Danke. Ich sehe hier überhaupt gar nichts. Mach die Kamera aus jetzt hier. Da sehe ich zumindest ein bisschen besser. Gesammelte Objekte werden in deinen Notizblock was hinzugefügt oder aufgeführt. Das verschwindet immer so schnell, ich kann das gar nicht lesen. Ja, ich glaube, mit dieser Karte rennen wir jetzt einfach mal zurück, oder? Genau. Machen wir auch mal. Können wir da drüber springen? Nee, können wir natürlich nicht drüber springen. Aber wir können uns ja hier hinknien. So. So, mir schläft schon wieder die Hand ein. Lass mich mal gerade einen Schluck Kaffee trinken hier, bevor hier die Panik beginnt. Momentan muss ich ja sagen, ist das Spiel relativ gemütlich. Ich habe mir da irgendwie so ein bisschen mehr vorgestellt. Aber okay. Das sind die Jungs hier. Die machen nichts mehr, die peilen nichts mehr. Und der ist auch am Ende. Fuck! Fuck! Alter, Alter. Diese kleine miese Sau. Entschuldigung. Du Schwein. Sauber die Hand geschnitten, Edo. Sauber die Hand geschnitten. Und das geht jetzt so weiter, oder was? Ich gehe da jetzt weiter und wir nutzen jetzt diese Sicherheitskarte und marschieren hier wieder raus. Wahrscheinlich wird es nicht so einfach gehen. Und ansonsten wäre das Spiel wahrscheinlich schon vorbei. Aber wir werden trotzdem diese Sicherheitskarte benutzen.
Komm, wir rennen da einfach mal hin jetzt hier. So, diesmal ist hier alles ruhig. Und das ist die Tür. So, komm, schön langsam. Schön langsam. Da vorne leuchtet die Tastatur, das gibt uns, zeigt uns an, dass wir die bedienen sollen. Hey Alter, was ist mit dir los? Bist du ein bisschen bescheuert oder was? Starte den Generator im Keller neu. Was ist denn das jetzt? Na super. Ach fuck, Alter. Fuck, fuck. Fuck, Alter. Nein! Scheiße, scheiße, scheiße. Und es ist auch noch dunkel hier. Ich sehe nichts mehr. Rennt uns der Pisser jetzt hinterher? Ach fick dich, Alter. Scheiße, und jetzt? Wo soll ich denn hin? Na Scheiße. Tür ist zu. Ah fuck. Nein. Ist mir jetzt scheißegal, ich hau ab hier. Die Tür ist auf. Ach Scheiße. Ach, da ist so ein Ding. Der kommt da nicht so fett, die Sau. Alter, leck mich doch am Arsch, ey. Leck mich am Hintern hier. Ja, und da kannst du doch nie wieder rausgehen. Scheiße, das wollte ich nicht. Aber er ist weg, er ist scheinbar weg. Okay, keine Ahnung, komm, wir hauen wieder ab. Ich weiß nicht, ob der noch da rumläuft oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir haben ein neues Dokument gefunden. Puh. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Purse fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Purse oder Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihre zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen, um diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde in die Pistole erneut, gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Tja. Tja. Ich hatte eben schon Hoffnung, eine Pistole zu finden. Aber ich weiß nicht, ob mir so eine Luftdruckpistole bei diesen Burschen hilft. So. Wir können jetzt wahrscheinlich wieder hochgehen. Ich weiß es nicht. Während du dich auf ein Hindernis bewegst, drücke Leertaste, während du dich auf ein Hindernis bewegst, um da drüber zu springen. Okay. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Es geht natürlich genauso wenig auf und wir sehen da hinten überhaupt nichts. Na gut.
So, ich glaube, jetzt wird's düster. Hallo? Ich tu dir weh, sagte das Schwein. Ich sehe da aber nichts. Ich sehe da überhaupt nichts. Holy crap, holy crap. Was ist, wenn ich hier die Nachtsicht ausmache? Ja, also gut sieht man hier nicht. Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Wir sollen zwei Gaspumpen einschalten. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, und da hängen auch so ein paar Leichen, aber die Batterie ist all. So. Ja, jetzt glaube ich, für was wir diese Batterien brauchen, wenn wir nämlich hier die ganze Zeit in diesem Keller rumlaufen, ist es doch irgendwie verdammt düster. So, da ist eine Tür. Pumpenraum. Und da ist eine neue Batterie. Sehr schön. Na, da haben wir doch das erste hier, oder? Sehr schön. Fick dich, Alter! Scheiße! Wie sieht er mich jetzt? Der läuft da jetzt einfach so rum, ne? Muss ich mal weiterlaufen? Der sieht mich nicht. Der läuft hier aber rum. Da geht's auf jeden Fall rein. Ich renne da jetzt auch rein. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da liegt noch eine neue Batterie. Kann man den hören? Ach super. Nein. Guck mal, der sucht sogar alles ab, die Sau. Er sagt verschwunden. Puh, ich glaube, das haben wir geschafft. Das Problem ist aber, dass wir hier wieder raus müssen. Verdammt nochmal. Freunde, an dieser Stelle machen wir mal eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann.